Der Wintereinbruch hat auch in der Regionalliga West seine Spuren hinterlassen. Alle Duelle am 26. Spieltag wurden abgesagt, abgesehen von dem des Tabellenführers. Der BVB 2 wich auf einen Kunstrasenplatz aus und konnte somit den Tabellen 13. aus Wiedenbrück empfangen und auch entsprechend gut starten. Nämlich in der 7. Spielminute durch das 1:0 von Steffen Tigges. Kopfballtreffer von dem Mann, der beim 2:2 der Profis am vergangenen Samstag noch 90 Minuten auf der Bank saß gegen Hoffenheim. Hier trifft er zum 15. Mal in dieser Saison. Er ist damit unangefochtener Top-Torschütze der BVB U23. Die Dortmunder wollten unter Essens Abwesenheit den Abstand von 3 auf 6 Punkte an der Tabellenspitze ausbauen und das sah gut aus, nämlich begünstigt durch diesen Fehler von Tim Geller, den Steffen Tigges erneut ausnutzen kann, 2:0 nach einer Viertelstunde. Tim Geller verwertet diesen langen Ball nur zur rechten Seite. Dort ist Oliver Zech zu spät und für Steffen Tigges ist der Rest dann Makulatur. Die Gäste haben seit November letzten Jahres kein Spiel mehr gewonnen. Nach einer längeren Konsolidierungsphase kamen sie dann aber zum ersten Angriff über Lukas Demming, der hier zum Abschluss kommt. Der Ball fliegt aber über das Tor. Der BVB kontrollierte das Spiel, leistete sich aber auch Fehler, wie hier in Person von Franz Pfanne. Und die wurden folgerichtig bestraft. Das ist Phil Beckhoff und der schiebt ihn durch die Beine von Stefan Driljatscha zum 1:2 in der 37. Minute. Es ist das 10. Saisontor für den Wiedenbrücker Top-Torschützen und somit musste sich der BVB nach 2:0-Führung nur mit einem 2:1 zur Pause begnügen. Die zweite Halbzeit. Dortmund weiterhin taktgebend, aber immer wieder mit entscheidenden Fehlern. Das ist der lange Ball und den verstolpert Niklas Dahms in den Fuß von Daniel Latkowski und der sorgt für das 2:2 in der 59. Minute. Die Unentschieden-Könige der Liga sind wieder zurück. 11-mal haben sie Remis gespielt in dieser Saison. Das ist Liga-Höchstwert. Hier kommen sie nach 2:0 Rückstand wieder zurück. Besonders bitter aufgrund der 2 individuellen Fehler für den BVB. Die versuchten nochmal Akzente zu setzen in der Schlussphase, machten das auch über Moritz Brodzinski. Am Ende fehlte aber jedoch die Zielstrebigkeit und somit verspielen sie aufgrund 2 individueller Fehler eine 2:0-Führung gegen Wiedenbrück. Uns hat es eigentlich immer ausgezeichnet, dass wir mit 100% Intensität spielen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, dass wir diese 100% heute über 90 Minuten auf den Platz bekommen haben. Und dann ist es halt vielleicht auch immer schwer, dann nochmal den Schalter richtig umzulegen. Hatten dann natürlich auch Pech, würde ich nicht sagen. Der Torhüter hat ihn gut gehalten noch von Moritz zum Schluss. Und sonst, ich hatte es ja gerade schon gesagt, wir haben es trotzdem nicht geschafft, uns klare Torchancen zu erspielen. Klar, wir sind angerannt. Ja, aber es ist einfach brutal ärgerlich und enttäuschend. Franz Pfanne sichtlich unzufrieden. Ja, man hat die Tabellenführung ausgebaut, aber nicht in der gewünschten Höhe. Der BVB steht jetzt 3 Punkte vor Rot-Weiß Essen. Die jedoch haben noch 2 Spiele weniger absolviert.